was machen die Sachen? Willkommen zurück zu einem Tutorial für die Unreal Engine 5. Heute zeige ich euch, wie man Landscapes macht. Es gibt in Unreal eine tolle Funktion, die uns halt interaktiv Landscapes erstellen lässt. Also müssen wir halt nicht in Blender, Maya etc. uns halt eine Landscape basteln, die reinladen als normales Asset oder normales Mesh. Ja, und die ist dann halt fest. Die Version in Unreal kann man halt tatsächlich bearbeiten. Man setzt was hin und sagt dann halt, während man halt erstellt, seine Umgebung erstellt, sagt er, okay, ich habe hier einen Berg zu wenig, einen Berg zu viel, das Loch soll tiefer sein oder halt irgendetwas soll in der Landschaft anders da werden, kann man das interaktiv nochmal anpassen. Geht halt mit den Assets aus Maya Blender nicht, da muss man dann halt extra in Maya gehen, Blender gehen, das da bearbeiten und wieder reinladen. Ist immer sehr fricklig, sehr aufwendig, weil man kann es halt nicht interaktiv gestalten und halt die Landscapes in Unreal kann man halt interaktiv gestalten. Man kann halt on the fly einfach was hinzufügen, was wegnehmen. Ja, und ich zeige euch jetzt, wie man das machen. Wechseln wir dafür erstmal kurz in Unreal. So, wir sind hier in unserer Testszene, in unserem Testground, wo halt schon alles mögliche rumsteht. Ich werde euch auch noch kurz eine andere Sache zeigen. Wenn wir jetzt wie hier, man hat hier schon irgendwie so ein bisschen Zeugs drin, was man einfach testen möchte und so weiter. Man möchte halt seine aktuelle Welt hier auch mit dazu packen, ohne dass man das hier halt mit dazu hat. Also, machen wir ein neues Level auf. Hat auch den Vorteil, wir müssen keine neue Szene, also keinen neuen kompletten Editor aufbauen, alles wieder reinladen. Es ist ja schon vorhanden in unserem Editor, der ist ja schon an Content Raw alles drin. Wir brauchen nur ein neues Level. Das ist das aktuelle Level. Ich habe das hier unter Maps, ist es gespeichert erstmal. Bei First Person Blueprint habt ihr immer dieses Level, es ist das Example Map, also die Beispielkarte. Da ist anfangs auch immer ein bisschen was drin. Und ja, jetzt brauchen wir einfach ein neues. Rechtsklick, Level, Landscape, nenne ich es jetzt einfach mal. Einfach zu Verfügungszwecken. Sicherheitshalber erstmal abspeichern. Doppelklick zum Öffnen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist halt noch nichts drin, was man öffnen könnte. Also hier haben wir nichts drin. Das erste, was wir machen, ist, wir holen erstmal ein bisschen Licht rein. Wir brauchen ein Directional Light. Und wir brauchen ein Skylight. Das Skylight macht halt einfach generell unsere Karte heller, ohne halt einen Schatten zu werfen. Und hier Spectral Light ist halt die normale Lichtsource, die wir haben, die auch halt auch einen Schatten wirft. Die werden wir auch nutzen, um zu zeigen, wo unsere Sonne ist. Aber momentan, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Noch tut sich hier rein gar nichts, weil ja. Wir haben zwar Licht, aber nichts, wo Licht drauf fällt, also funktioniert das schon mal nicht. Das nächste, was wir brauchen, dass wir auch halt unser Licht nutzen können, dass wir was sehen und halt auch einen Hintergrund haben. Nicht nur diese schwarze Void. Wir brauchen eine Skybox. Unreal hat schon eine Skybox drin in dem Blueprint. Die ist hier im Engine Content. Falls der bei euch nicht auf sein sollte und ihr nicht wisst, wie ihr den rankommt, es gibt da einen sehr einfachen Trick. Man nimmt irgendeine Shape, sei es jetzt hier so ein Cube. Der ist schon mal beleuchtet, der ist da. Licht funktioniert schon immer. Wir gehen auf diesen Cube, entweder hier auf das Cube Mesh oder auf die Basic Shape, auf das Browse drücken, also unsere Lupe und zack, schon seid ihr im Engine Content drin. Den Cube brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir brauchen unsere Skybox. Hier ist halt jede Menge Zeugs drin, es wird sehr unübersichtlich. Wir gehen einfach oben auf den Engine Content und tippen Sky ein. Dann geht jede Menge Zeug auf. Da, die Blueprint Skies 4, das ist das, was wir jetzt aktuell wollen. Zack, ziehen wir rein. Und schon haben wir hier eine wunderschöne Optik. Ich gehe mal kurz ein bisschen höher. So. Was wir jetzt brauchen, unsere Sonne ist noch nicht mit unserem Directional Light verlinkt. Das wollen wir haben. Das macht das alles ein bisschen einfacher, wenn wir halt Tageszeiten anpassen wollen. Machen wir so. Wir gehen in die Skysphere. Directional Light. Ist noch nichts drin. Machen wir das da rein. Zack. Und schon. In die Richtung, die der Pfeil zeigt, in die Richtung scheint auch die Sonne. Und jetzt haben wir schon Tag. So, wunderschön. So viel dazu. Wir haben das Level aufgestellt. Wir haben auch Level mit Licht und Himmel. Und ja, sind halt komplett im Himmel. Boden gibt es nicht, den machen wir jetzt. Die Landscape an sich ist halt kein normales Mesh, das wir jetzt einfach hier im Content Raw haben. Nee, wir müssen das ein bisschen anders machen. Da es hier interaktiv ist und wir bearbeiten möchten, gibt es hier oben ein Active Landscape Editing Mode. Da drücken wir mal drauf. Wir kriegen hier so ein wunderschönes grünes Raster. Das gibt jetzt erstmal unsere Grenzen für diese aktuelle Landscape, die man stellen. Man kann mehrere erstellen, man kann hier alles vollkleistern und halt seine Welt erstellen. Man kann einen kompletten Planeten machen, wenn man das denn möchte. Hier an der Seite, diese Sache will ich erstmal nicht anfassen.
Wir können hier sagen, ja, wir möchten hier nur 7x7 Raster haben. Ist ein bisschen kleiner. Oder wir möchten die Resolution ein bisschen runtersetzen. Ja, es ist halt. Das passt sich immer hier an. Wir bleiben erstmal bei 8x8. Das ist auch eine gute Größe, würde ich mal meinen. Da kann man sehr viel Zeugs drauf platzieren. Und man kann zur Not, wenn man sagt, okay, reicht mir nicht, ja, einfach noch eine dran setzen. Also die hier halt einfach nochmal weiter drüben dran setzen. Die kann man dann halt auch hier über Lokation verschieben. Die erste würde ich halt tatsächlich, um es einfacher zu machen, auf 0,0,100 setzen. Das ist immer so der Standardwert, einfach, dass man halt irgendwo einen Anfang hat und bei 0 fängt man halt meistens an, da kommt man nicht so durcheinander. Und dann machen wir Create. Zack. Wir haben jetzt eine wunderschöne Plane. Noch ist nichts Spannendes passiert. Das ändern wir jetzt. Wir kriegen hier jede Menge Tools. Das erste ist das Sculpt-Tool. Also, wer schon mal in Blender oder in ZBrush gearbeitet hat, kennt das. Man kann hier einfach Zeugs rausziehen. Und mit Shift kann man dann halt runterdrücken. Also normal hoch, Shift runter. Wir können auch unseren Pinsel anpassen. Soll er das sehr stark manipulieren? Soll er das ganz schwach manipulieren? Auch hier unseren Pinsel, die Größe und diesen Fall-Off, also den zweiten Kreis drumherum, einfach so, dass es halt nicht so ausfedert. Wenn wir den jetzt halt ganz wegmachen, haben wir halt wirklich so ganz harte Kanten. Wirklich dann halt wie abgeschnitten. Und mit dem Vorlauf wird das halt alles weicher. Ist quasi eine Weichzeichnung, wenn man so will. Und so kann man sich dann halt. Okay, eventuell soll ich das hier ein bisschen schneller machen. Zack. Okay, eventuell zu schnell. Machen wir auf. Und hier kann man sich dann halt, je nachdem, was man machen möchte, was ausarbeiten. Hier haben wir unseren Alpha-Brush, da kann man halt eine Textur rein einfügen als, ja, quasi als Stempel. Jetzt haben wir hier die, ja, beispielshalber dieses komische Checker-Muster. Aber ihr seht, was passiert. Da, wo es blau ist, wird gepinselt und da, wo nichts ist, passiert nichts. Bei dem Muster jetzt ein bisschen doof. Wenn man halt was Sinnvolles reinmacht, kann das, ja, sinnvoll sein. Hier haben wir das nochmal als Pattern, wo man sagen können, okay, ich ändere die Größe der Textur. Dass ich dann halt ein Muster habe, was ich manchmal. Kleine Rechtecke. So kann man halt verschiedene Sachen. Das mit dem Checker ist es jetzt nicht so sinnvoll, aber da findet sich bestimmt für den einen oder anderen eine sinnvolle Nutzung, wie man das besser machen könnte. Wobei sieht schon lustig aus. Je nachdem, was man halt braucht. Und hier kann man halt diese komplette Component hoch runtersetzen. Ich habe jetzt dafür noch keinen richtigen Nutzen gefunden, aber da findet sich bestimmt der ein oder andere, der das sinnvoll nutzen kann. Ja, und hier haben wir halt unsere Vorlauf, das ist das normale Runde. Dann haben wir ein, ja, eine schärfere, aber daneben. Man sieht, ist halt hier der Abschnitt zwischen ja, dem Vorlauf und dem normalen Pinsel ist halt sehr kantig. Dann haben wir den hier. Der ist fast rund. Ja, da haben wir dieses lustige Ding. Der macht halt ganz scharfe Kanten und wölbt das alles so mittig rein. So. Sagt, für jeden Pinsel und jeden Geschmack ist was vorhanden. Dann haben wir das normale Smoothing, haben auch hier wieder verschiedene Brushes, also Fall-Offs. Damit könnt ihr halt alles ein bisschen ausmoosen. Da wird halt alles, ja, gesmoost runter. Die restlichen Kanten sind weg. Nichts in der Natur hat ja so harte Kanten. Also, ihr müsst auch überlegen, wir bauen hier den Boden und keine Steine. Steine und so weiter, Geröll müssen wir dann halt später als Meshes hinzufügen. Wir machen jetzt tatsächlich nur den Boden, wo das draufsteht. Wir können keine Höhlen, wir können keine Klippen, also keine Überhänge. Das funktioniert alles über eine Heatmap, wenn man so will. Wir können nur sagen, hoch oder runter, hell oder dunkel. Höhlen macht man dann auf eine andere Weise. Man, ja.
Ich zeige ich dann euch später mal, wie man Höhlen macht. Es wird dann sonst so viel. Auch hier haben wir verschiedene Pattern, die wir einfügen können. Hier haben wir Flatten, das ist halt wirklich, ich ebne das ein, ich mache sie wieder gerade. So, hier haben wir noch eine Rampe, dann machen wir jetzt uns einfach einen Weg. Ist sehr praktisch halt, wenn man Wege machen möchte und so weiter und irgendwas im Weg ist, dass man das halt einebnet. Oder also ich sage, ja, ich mache hier mal einen Weg nach oben. Add Ramp. Schau mal, mir ist es ein bisschen kantig, müssen wir ausmusen, aber das Prinzip ist klar, was passiert. Und dann gleich geht natürlich auch nach unten. Wir können vielleicht mal den Vorlauf ein bisschen anpassen. Ja, es ist nicht ganz so kantig. Und jetzt haben wir dann halt einen schönen geraden Weg, wenn wir den brauchen. Erspart einen viel Arbeit, ist sehr hilfreich. Reset können wir dann halt wegmachen. So kann man halt Stück für Stück halt, ja, wenn man. Gerade für Wege wird das halt gern genutzt, dass man halt einfach irgendwo alles einebnet, wo man halt einen Weg bauen sollte, weil so ein Weg muss ja ziemlich gerade sein, dass wir den dahin platzieren können. So. Erosion haben wir. Ist halt, es wird abgeflacht, aber halt nicht gleichmäßig. Ist halt, ja, Erosion, dass das halt die Natur so tut. Einfach das, dadurch, dass halt Berge lange stehen, passiert Erosion. Und das simuliert das halt. Dann haben wir noch Hydroerosion quasi. Da geht es halt mehr, wenn es viel drauf regnet. Das ist halt nochmal das Pattern ein bisschen anders. Und so kann man dann halt wunderschön Berge machen. Man muss halt immer ein bisschen hin und her arbeiten. Das hier vielleicht immer nochmal smoothen. Mal ein Pinsel ein bisschen kleiner, dass das hier nicht ganz so komisch wird. Mein Lieblingspinsel ist die Noise. Das war das Falsche hier. Das macht halt so, ja, random Shit. Ist halt gerade, wenn man ja unwegsames Gelände machen möchte. Ich nutze es gerne als ja, Abgrenzungen für Leveln. Und so kann man dann halt ruckzuck halt ein komplettes Gebirge hinzimmern, weil, keine Ahnung, wenn man das möchte, kann man das tun. Guck hier. Ich habe es zwar jetzt komplett übertrieben, habe meinen Pinsel so stark gemacht, aber ihr seht das Prinzip. Wir haben jetzt hier ja, mehr schlecht als recht ein Gebirge hingezaubert. Das ist jetzt nicht so unbedingt schön. Man muss da schon ein bisschen Zeit reinstecken, dass man das halt auch ja, gut hinkriegt. Ja, mein Retopo, also falls ihr irgendwo was habt, kann das immer mal passieren, dass halt Topologie komplett Banane wird, kann man das hiermit fixen. Ich habe es zum Glück jetzt erstmal nicht geschafft, hier komplett was zu zerstören, was jetzt einfach mal Glück war, weil ich einfach ohne zu überlegen was gemacht habe. Aber damit könnt ihr das fixen, wenn ihr halt hier sehr viel Stretching drin habt. Das zieht das alles ein bisschen gerade, aber ich habe jetzt hier kein großes Stretching drin, zum Glück. Oder auch eigentlich schade. Weil dann kann ich euch nicht zeigen. Also ihr seht ja hier das Karo-Pattern, wenn das halt sehr verzerrt ist, kann man das damit wieder in Ordnung bringen. Ist halt wichtig später für die Textur, die ich euch im nächsten Tutorial zeigen würde. Wenn das sehr viel gestretched ist, sieht die Textur halt seltsam aus. Ja. Visibility an sich können wir jetzt erstmal nicht machen. Da müssen wir noch ein paar andere Sachen machen. Das mache ich in einem extra Tutorial. Das brauchen wir dann, wenn man zum Beispiel Höhlen machen möchte. Wir haben auch hier, wenn wir möchten, können wir unsere Karte mirrorn, dass man halt links und rechts das gleiche hat. Kann es einfach mal zeigen. Apply. Zack. Jetzt ist es genau das gleiche. Das wollte ich jetzt aber nicht, also mache ich STRG Z. So, hier haben wir noch selektieren, da können wir halt einen Bereich selektieren. Okay, irgendwas hat hier nicht so funktioniert. Irgendwas war seltsam. Okay, sollte eigentlich nicht so passieren. Shift wieder weg. Jetzt ist es weg. Okay. Seltsame Sachen passieren? Egal. So, sagen wir. Dieser Bereich ist super. Den will ich. Ich weiß vielleicht andersrum. Das, was ihr markiert, könnt ihr halt nicht mehr bearbeiten. Mache ich es vielleicht so rum. So.
Das hier ist markiert. Das will ich nicht mehr bearbeiten. Das ist super, so wie es ist. Aber hier möchte ich noch bearbeiten. Dann machen wir den Noise-Scale mal runter. Tools-Trend auch mal runter. Und dann kann ich hier nicht mehr drüber machen. Übertreibt Matsch. Ja, vielleicht doch noch ein bisschen. So. Dann kann ich halt, wie gesagt, hier in dem Bereich machen, was ich will. Da passiert nichts mehr. Nur noch außerhalb. Und dann Clear Radiant Selection. Sorry für meine komplett kacke Aussprache. Haben wir es dann wieder weg. Jetzt können wir wieder hier weiter. Oh. Ja, vielleicht nicht wieder mit Dings. Wir können vielleicht mal smoothen mal so ein bisschen. So, und wir können natürlich auch was kopieren, wenn wir das dann möchten. Ziehen das etwas höher. Copy Data to Gizmo. Dann schieben wir den mit W weiter. Schieben wir den, was weiß ich, schieben wir den einfach mal hier hin. Machen den so halbwegs passend. Und dann können wir einfach mit dem Pinsel drüber gehen und den, das Stück, was wir hier ja, ausgeschnitten haben, quasi als Schablone nehmen. Und dann machen wir die Daten clearen. Und dann haben wir halt unsere ja, Kopie vollständig. Machen wir mal ein bisschen Erosion drauf. Ah, vielleicht erstmal smoothen. Muss das gehen ein bisschen schneller. Ein bisschen Erosion. Okay. So, das sind so die Basic Tools, die wir haben, um unsere Landscape zu erstellen. Ich habe das jetzt so mal schnell hingepfuscht, um euch zu zeigen, was die Tools im Groben tun. Sieht jetzt halt nicht so unbedingt so geil aus. Etwas lustig mit diesen vielen Bergen. Aber halt sinnvoll ist anders. Da muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen und ein bisschen mehr Mühe geben. Aber es ist jetzt halt einfach nur zur Vorführung. Wir können jetzt einfach spaßeshalber unser Männchen mal reinstellen. Hier unter First Person Blueprint haben wir unser First Person Character. Ja, was soll denn? Also da. Gehen wir erstmal in den normalen Mode. Da ist er. Er sieht so klein aus. Die Welt ist einfach nur zu groß. Mal den ein bisschen höher, dass er nicht gleich durchs Mesh fällt. Sicher ist sicher. Einmal Play. Und das hat nicht funktioniert. Er ist einfach so gestartet. Okay. Ich wollte den hier eigentlich starten lassen, dass ich sicher bin, dass er halt nicht durch die Welt fällt. Aber egal. Wir sind hier. Wir können unsere tolle Welt begehen. Unsere Kraterwelt. Sind auf einem fremden Planeten, der eine sehr komische Struktur hat. Berg ist zu steil, da komme ich nicht hoch. Ich will da hoch! Dann halt nicht. Ein fremder Planet. Keine vorhandene Vegetation und nur Berge. So. Wie gesagt, man kann direkt drauf laufen, man kann sich alles direkt anschauen. Es hat aber irgendwie was. Ich dachte, das wäre nicht so gut, aber eigentlich sieht das doch ganz lustig aus aus dieser Perspektive. Wenn mir fancy Texturen drauf macht. Ah, hier. Ihr seht ja, was ich gemeint habe mit der, ja, die Drehtopo stimmt nicht so ganz. Seht ihr diese Kurven? Das ist das, was man mit der Retopo halt ein bisschen gerade machen kann. Also diese Kurven dürften eigentlich nicht sein. Es verzerrt unsere Textur, das ist allgemein. Also es verzerrt halt alles. Aber bei diesen krassen Kurven passiert das öfters. Ich sollte vielleicht einfach mal alles ein bisschen smoother machen. Ich komme hier nirgends mehr hoch. Ich bin gefangen. Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Ich muss raus! Okay, so viel dazu. Hallo? Ach so. Ja, wenn ich in dem Mesh drinne bin, habe ich kein Licht. Danke dafür. So. Aber jetzt habt ihr gesehen, wie ihr euch eine Landscape machen könnt. Ihr könnt euch eure eigene Welt basteln und drinnen rumlaufen. Dann haben wir gesehen, ihr solltet das vielleicht nicht ganz so steil machen, dann kommt ihr mit eurem Mannequin nirgends mehr rauf. Dann packe ich den hier mal weg. Wir starten ja eh irgendwo. So, und ja.
Dann war es das mit dem Tutorial. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und im nächsten Tutorial machen wir hier Farbe drauf. Weil so ist das ja doch ziemlich öde. Sieht nicht so geil aus mit dem tollen Karo-Muster. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und war informativ für euch. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Und ich werde das nicht mehr so lange brauchen, hoffe ich, wie jetzt für die letzten. Ich habe ja sehr lange Pause gemacht, was das angeht mit Tutorials. Ich muss mich mal zusammenreißen und wieder regelmäßig was machen. Dann, ja, wie gesagt, hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen!